Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind hier direkt im Backend von dem Viont Service, der früher GoAnimate hieß. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das so im Hintergrund aussieht und was man damit alles so machen kann. Das ist jetzt hier der Teil, den man sieht, wenn man sich angemeldet hat. Hier ist schon ein Video, was ich schon mal ausprobiert habe. Ich bin im Moment auch in der kostenlosen Probeversion. Habe noch 2 Tage übrig und möchte jetzt als erstes mal ein Video machen. Dazu klicke ich ganz einfach auf Make a Video. Und dann bekomme ich die Auswahl zwischen verschiedenen Stilen. Ich habe hier den Whiteboard Animation Style, den Business Friendly Style. Und den Contemporary Style. Den kenne ich noch nicht, deshalb nehme ich den einfach mal. Man klickt also drauf. Hier lädt die Software. Und wenn sie das getan hat, dann kann es auch schon losgehen. So, was wir jetzt haben, was mir nicht gefällt, ist ein Template. Mal gucken, ob ich das löschen kann. So, jetzt sehen wir hier unten eine Zeitleiste. Hier unsere Szene, die ist im Moment komplett leer. Diese Zeitleiste hier unten, die kennt man aus anderen Videoschnittprogrammen. Vielleicht habt ihr da schon mal mitgespielt. Und was wir hier haben, ist, man kann hier Templates hinzufügen bzw. Szenen hinzufügen. Und das hier mit der 1 ist unsere erste Szene. Und die Dauer der Szene kann ich hier ganz einfach per Drag and Drop verändern. Und was ich jetzt gerne hätte, ist, dass in dieser Szene einfach ein Männchen auftaucht. Dafür habe ich hier links oben verschiedene Buttons, verschiedene Icons und dieses Character-Icon ist das Icon, das wir nutzen können, um Männchen erscheinen zu lassen. Wir klicken mal drauf. Und dann habe ich hier ganz, ganz verschiedene Optionen. Hier haben wir den Casual-Typ, wir haben einen Catering-Style, wir haben Office, Sports, Travel, Stick-Figure, Industrial und vieles mehr. Und hier haben wir noch die anderen beiden Stile. Hier oben in der Searchbox kann ich nach bestimmten Charakteren suchen oder nach bestimmten Figuren suchen. Und mit diesem Create New Character kann ich mir einen eigenen Charakter zusammenstellen aus verschiedenen Dingen. Wir sind heute ganz entspannt, deshalb nehmen wir mal den Sports-Typ. Und da werden mir ganz verschiedene Dinge zur Auswahl gestellt. Zum Beispiel der Swimmer, Swimmer in ganz verschiedenen Stilen, männlich, weiblich, helle Hautfarbe, dunklere Hautfarbe, alt und jung. Was haben wir hier? Trainer. Trainer ist cool irgendwie. Nehmen wir mal Trainer, dann haben wir hier die Dame. Die, ja, hier steht. Normalerweise wird die irgendeine Art der Animation hier reingeführt. Wir machen einfach mal ein Preview. Preview ist der Vorschau-Modus, der uns einfach zeigt, wie das aussieht. Da passiert erstmal gar nichts. Das heißt, wir haben jetzt einfach diese Dame hier drin. Die Szene geht 6 Sekunden lang und es passiert nicht viel. Ich gehe wieder raus aus dem Preview-Modus. Und jetzt hätte ich ganz gerne, dass diese Dame irgendwie in dieses Bild reingeschoben wird, vielleicht von der Hand. Und das kann ich ganz einfach machen, indem ich auf diese Dame draufklicke. Dann öffnet sich hier oben ein Optionsmenü und da haben wir ganz verschiedene Dinge, auf die ich jetzt nicht alle eingehe, sondern im Prinzip mal erstmal nur diesen Enter-Effekt. Wir sehen hier ist None, wir wollen aber einen haben, klicken auf diesen Pfeil und haben eine ganz große Auswahl an verschiedenen Effekten hier. Was ich gerne hätte, ist ein Handslide-Effekt. Ich würde gerne haben, dass die Dame nach oben geschoben wird, nehme dann den Handslide-Up-Effekt. Daraufhin werden mir 2 Optionen angezeigt. Eine ist Delay, der andere ist Duration. Delay bezeichnet einfach die Verzögerung von Beginn der Szene bis zum Eintreten bis zum Reinschieben dieser Dame und Duration bezeichnet einfach, wie lange das Reinschieben dauert. Ich lasse es mal einfach auf 1 Sekunde und mache auch noch einen Delay von 1 Sekunde.
Und dann haben wir es auch schon. Gucken wir mal. Ist es noch da? Ja, genau. Wunderbar. Dann schauen wir uns jetzt nochmal die Preview an. Und wir sehen, es passiert erstmal eine Sekunde lang nichts und dann wird die Dame von der Hand reingeschoben. Gehe wieder raus aus der Preview. Hört man das im Hintergrund? Besuch. So, was man noch machen kann, ist der Dame auch einen Exit-Effekt geben, wenn ich sie irgendwann nicht mehr haben will. Nehme ich auch wieder ein Handslide und sage mal, sie wird auch nach oben gehandslided. Da ist jetzt ein 4,9 Sekunden Delay und nochmal eine Sekunde, damit das klappt. Schauen wir uns das Ganze an. Hier wird sie reingeschoben, dann ist sie erstmal lange da. Und dann wird sie wieder rausgezogen. Wunderbar. Wir gehen aus der Preview wieder raus, auf die Dame drauf. Und ja, das war es im Prinzip schon erstmal. Es gibt noch jede Menge weitere Dinge hier oben zu entdecken. Ganz viele verschiedene Sachen. Aber das war jetzt im Prinzip erstmal ganz, ganz einfach eine Figur mit Enter-Effekt, mit Exit-Effekt. Genau. Ohne zu viel Drama. Ja, das war's. Ich hoffe, es gibt euch einen ganz kleinen Einblick und ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, wisst so ein bisschen, was zu tun ist und könnt jetzt mal selber ausprobieren. Viel Spaß!